Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute kommen wir zum nächsten Teil der Mora-Reihe. Und eigentlich ist immer noch derselbe Tag wie bei den letzten drei oder bei den ersten drei Vorstellungen. Der Unterschied: ich habe mir mal einen Kaffee gekocht, weil so langsam wird es ganz schön frisch hier. So. Von daher erstmal Prost, ne? Heiß. Ja. Mal gucken, wo ich das hier jetzt alles abstelle. Nicht, dass mir die Tasse abhaut. So. Heute geht es ums Mora-Garberg. Und das Garberg ist das erste Messer, das Mora produziert hat, was Full Tang ist. Merkt man sofort, wenn man das Teil in die Hand nimmt. Das hat ein ganz schönes Gewicht. Das ist ein ganz schöner Klopper. Für mich zurzeit das attraktivste Modell, das Mora am Markt hat. Und was soll man da schwer drum rumreden? Schauen wir uns einfach an. Wie schon gesagt, wir haben eine Full-Tank-Konstruktion, das heißt, der Klingenstahl geht durch bis hinten aus dem Griff wieder raus. Das ist also ein Stück. Dadurch haben wir natürlich eine sehr extrem hohe Stabilität. Klingenlänge ist bei dem Modell 10,9 cm. Die Grifflänge sind 12,1 cm und wir haben eine Gesamtlänge von angegebenen 22,9 cm. Die Klingenhöhe ist hierbei auch wieder 2,3 cm und die Klingenstärke sind angegeben mit 3,2 mm. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, müsste das die aktuell dickste Klinge sein, die Mora of Sweden baut. Ja. Das Gewicht des Messers, klar, ne, Full-Tank-Konstruktion, liegt ohne alles bei 169 Gramm. Und Gesamtgewicht hier angegeben, ich gehe davon aus, es ist damit gemeint, inklusive dem Multimount 231 Gramm. Wir haben hier die Möglichkeit, das Messer nur mit der Köcherscheide zu tragen. Wir haben die abnehmbare Kunststoffschlaufe und zusätzlich diese Sicherungsvorrichtung, nenne ich es mal. Das Messer wird eigentlich ja schon durch die Köcherscheide genügend gehalten, die auch nicht so klappert wie die letzten, die ich alle in der Hand hatte. Oh, es wird ganz schön frisch hier. Die Sonne geht gerade weg. Wird Zeit, dass ich fertig werde. Diese Sicherungsschlaufe wird einfach über die Scheide übergeschoben und dann hier mit dem Druckknopf verschlossen. So ist das Messer auf jeden Fall nicht zu verlieren. Zumindest mal nicht aus der Scheide raus zu verlieren.
Was mir dann allerdings nicht mehr so gefällt, jetzt kann ich zwar dieses diese Gürtelschlaufe noch drunter setzen, aber jo, wirklich halten tut das nicht mehr. Mache ich es andersrum. Uiui, ab in den Schnee. Na, passiert. Steck erst die Gürtelschlaufe drauf und nehme dann diese Sicherungsschlaufe. Ja, ist klar, ne? Geht's natürlich nicht mehr zu. Ja, so rum würde es vielleicht etwas mehr Sinn machen, aber jo, wie auch immer. Der Stahl hier ist ein Sandvik 14C28N, rostfreier Schwedenstahl. Wir haben die Flanken sowie den Klingenrücken geschliffen. Der Klingenrücken ist schön scharfkantig, super um Feuerstahl anzureißen, also kein Thema hiermit. Der Griff ist aus Polyamid. Es ist keine Gummierung drauf, was ich mir hier für das Messer eigentlich zumindest mal teilweise gewünscht hätte. Dadurch ist der Griff natürlich sehr rutschig und ja, nasse oder feuchte Finger und dann ist rum. Ja, dann hat man echt keinen Griff mehr. Also das wäre vielleicht ein Vorschlag, hier einen Griff drauf zu machen, wie bei dem Kanzbol, ja? Dass ich innen drin diese Polyamid-Geschichte habe und hier diese Flächen hier oben und hier unten mit so einer Gummierung beschichtet wird oder wie auch immer. Das wäre noch eine Verbesserung für das Messer. Ja, ansonsten Mora halt, ne? Ja. Oh, Vorsicht, mein Kaffee. Absoluter Schneidteufel, das Ding, das. Ja, das ist halt ein Mora. Beißt wie bekloppt. Also ich bin immer wieder überrascht hier von dieser Klingenform, von der Schneidperformance. Die Dinger beißen sich in Holz, das ist der Wahnsinn. Krass. Also, hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nie erwartet. Man hört es immer wieder, die Leute sind begeistert von Mora-Messern, vom Scandi-Anschliff. Und ich habe immer nur gedacht, Mensch Leute, was wollt ihr damit? Aber jetzt weiß ich's. Perfekt. Oh. Schöner heißer Kaffee. Oh. Ja. Top. Ja, hier hinten die Schlagkappe. Kann man dazu nennen. Und auf jeden Fall kann man es dafür nutzen. Mit dem Messer hier kann man auch ein bisschen meißeln. Die Klingenstärke ist durchaus brauchbar dafür. 3,2 mm, da geht schon was. Vom Stahl her ja auch sehr stabil. Okay. Also hier steht in meinem Spickzettel, dass dieses Polyamid hier ein spezielles Polyamid ist, was sehr stabil ist und dadurch extrem widerstandsfähig ist und nahezu unzerbrechlich. Gut, möchte ich jetzt nicht ausprobieren, ob ich das Ding kaputt kriege. Wie gesagt, ne? Nicht mein Eigentum, alles dem Arthur. Aber ich glaube,
das Ding, das gefällt mir. Vom Gewicht her, vom Messergewicht her, von der Größe her, cooles Teil. Liegt super in der Hand. Ne? Handschuhgröße 9,5, 10. Top. Ja, die übliche Köcherscheide von Mohr. In dem Fall wieder mit zwei Ablauflöchern. Und ich erwähne es wieder. Ne? Vorfilter. Wasservorfilter. Top. Ja, hatten wir noch was. Farbe schwarz, unverkennbar. Bei Scheide sowie Messergriff. Und ja, eigentlich wie eigentlich alle Mora-Messer. Für links, rechts und Linkshänder geeignet. Ja, Bombe das Ding. Bisher echt das Messer, was mir am meisten zusagt. Sehr schön. Ja, bleibt mir nicht mehr viel über. Was dazugehört, zumindest bei der Ausführung hier, ist diese Multimount-Adapter. Mit diesem Adapter, den kann ich mir per Klett, per Molleband oder wegen mir auch mit Kabelbindern am Rucksack, an Ausrüstung, am Auto halt irgendwo festmachen und kann dann diese Scheide da befestigen dran und immer wieder abnehmen und kann trotzdem diese Halterung an Ort und Stelle lassen und setze mir dann hier meine Gürtelschlaufe drüber und kannst durch die Gegend schleifen oder halt hier mit der zusätzlichen Sicherungsring Adapter. Ja, Freunde, für mich aktuell das absolut interessanteste Messer und augenscheinlich auch das beste Messer, das Mora zurzeit fertigt. Top-Teil. Bin ich begeistert von, echt. Kann ich nur empfehlen. Preislich meine ich, irgendwas liegt das so um die 80 Euro. Guck mal im Internet. Natürlich, vielleicht gibt es irgendwo mal eins im Angebot, wo ihr noch ein bisschen sparen könnt. Wenn er günstig drankommt, absolute Kaufempfehlung. Top Messer. Ja, Freunde, mir wird so langsam kalt hier. Die Sonne ist weg. Und ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Macht's gut. Ich bin raus.